bin Katrin von Gabelschere Blog. Heute zeige ich euch, was ich für die Kinder eingepackt habe in meine Taschen, Wickeltaschen oder Rucksäcke, wenn wir unterwegs waren. An 5 Tagen habe ich mitgefilmt und euch gezeigt, was ich einpacke. Und es gibt noch einen Bonustipp obendrauf für eine Tasche, wenn es auf Reisen geht. Also schauen wir mal, was wir so alles dabei haben. Viel Spaß! So, heute ist Tag 1, quasi der Sonntag. Wir fahren heute zur Familie und bei der Familie ist eigentlich so ziemlich alles, was man braucht. Deshalb nehme ich nur meine Reisentäl-Tasche mit, die kennt ihr ja schon. Und was habe ich dabei? Sonnenbrillen für mich und Marie. Dann Windeln für Karlchen mit Feuchttüchern und Mülltüten sind drin, mein Portemonnaie. Flasche Wasser für Marie, für mich und für Karl. Zu den Wasserflaschen sage ich euch vielleicht ein andermal nochmal separat was. Und wenn wir Auto fahren, brauche ich immer Snacks, weil der Verkehr in NRW ist unberechenbar. Man weiß nie, wie lange man braucht. Darum nehme ich lieber noch was mit. Ansonsten ist da nicht viel drin. Hier sind noch ein paar Feuchttücher für die Hände. Wie gesagt, beim Ausflug zur Familie brauche ich nicht viel extra mitnehmen. Da weiß ich, dass es sauber ist und dass wir da auch alles bekommen, was wir brauchen, falls ein Unfall passiert oder wir irgendwie Wechselklamotten brauchen. So, heute ist ein Ausflug in die City geplant. Und zwar wollen wir mit der Straßenbahn fahren, weil das für Marie so ein besonderer Wunsch und was ein kleines Abenteuer ist. Darum habe ich mich für den Rucksack entschieden. 2 Cappies hier für die Kinder als Sonnenschutz nehme ich so gleich per Hand mit. Dann, was habe ich dabei? Ja, vorne habe ich immer so Handfeuchttücher bzw. Desinfektionstücher dabei. In der Mami Pocket habe ich hier so ein paar Lippenpflegestifte und sonst eigentlich hier noch so ein paar Essentials und Handcreme dabei, aber sonst nichts. So, hier in dem Fach habe ich jetzt auch noch nichts drin. Mal gucken, ob ich da gleich mein Handy reinpacke oder noch nicht. Dann habe ich hier den Toilettensitz von Marie dabei, den faltbaren, denn in der City weiß man nie, wie die Toiletten da so aussehen. Meine Sonnenbrille, die Windeln für Karl und noch so ein paar Essentials inklusive Lätzchen, weil wir essen gehen wollen. Hier sind auch noch ein bisschen Knabber, Kekse und so weiter dabei für die Bahnfahrt hin und zurück. Man weiß ja nie, wann die Kinder ein bisschen was Beruhigendes brauchen. Dann habe ich hier hinten auch noch 2 Quetschis, weil wir fahren jetzt so um 9 Uhr los und Mittagessen gibt es um 12. Deshalb habe ich die jetzt einfach mal noch mit eingepackt. Mein Portemonnaie habe ich jetzt hier in diese Gummischnalle reingeklemmt. Das finde ich ganz praktisch, weil dann ist es immer zugänglich für mich. Ja, ansonsten habe ich nur an der Seite rechts und links jeweils die Wasserflaschen für die Kinder dabei. Und eine Windel- oder Wickelmatte ist immer hier hinten mit drin. Und hier oben habe ich nichts drin. Wahrscheinlich werde ich da vielleicht die Schlüssel noch reinpacken, wenn ich welche mitnehme. Ansonsten nimmt mein Mann sie mit. So, guten Morgen allerseits. Es ist heute, soll heute der heißeste Tag werden mit 34 Grad. Wir haben aber einen Friseurtermin für Karl geplant um 9 Uhr und ich nehme Marie mit. Ich habe jetzt auf die Schnelle meine Reisentäl gepackt. Hier vorne habe ich mein Handy drin und einen Lippenstift. Das mache ich meistens schnell im Auto. Dann habe ich nur dabei 2 Wasserflaschen für die Kinder. Meine Sonnenbrille, eine kleine Snackdose, so eine Kräuterdose mit 2 Fruchtriegeln drin, so Mini-Fruchtriegel und so ein bisschen so Erdbeer-Knabberzeugs. Windeln nehme ich trotzdem mal mit, auch wenn der Termin nicht lange dauert, aber man weiß ja nie. Meine Sonnenbrille fürs Auto, Portemonnaie, Feuchttücher für die Hände, Taschentücher. Ja, und meine Schlüssel. So, und das war es auch schon. Ich hoffe, der Termin läuft gut und Karl bekommt einen feschen neuen Haarschnitt.
So, wo ich eh gerade beim Taschen-Special bin, die kennt ihr vielleicht noch von früheren Videos. Die habe ich schon ewig. Das ist die, ja, wie sagt man, Twin-Bag oder Geschwister-Wickeltasche von Lessig. Und ich nutze die aber immer, um in Urlaub zu fahren. So, und da packe ich dann jetzt alles rein für den Haushalt. Also Spülmittel, Schwamm und Spültuch, noch so eine Flaschenbürste, Handtücher. Da wird also alles reinkommen, was wir im Ferienhaus in der Ferienhausküche so brauchen. Auch die trockenen Textilien, später werden die gewaschen, sind natürlich nicht mehr. So, heute ist Tag der Abreise. Da dachte ich mir, ich zeige es euch nochmal ganz kurz in live gepackt sozusagen. Sieht jetzt ein bisschen unordentlicher aus als eben noch. Hier ist unter anderem jetzt unser kleiner Mokka-Kocher drin und Milchpulver, Tee, Textilien, Kaffee und ja, was man alles so braucht in der Ferienhauswohnung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich sie gleich noch schließen kann und das Zubehör, was damals dabei war, also sprich die Wickelmatte und diese Isolierflaschentasche, die brauche ich natürlich nicht mehr, aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass man Wickeltaschen halt auch länger für die Familie nutzen kann, so wie diese jetzt hier. Und ich denke, die wird uns noch lange begleiten. So, heute machen wir einen Ausflug in ein kleines Wildgehege. Darum habe ich mich für den Rucksack entschieden. Dann haben wir die Hände frei. Wir haben natürlich wieder Trinkflaschen dabei für die Kinder. Hier vorne, das habe ich euch ja schon gezeigt, das habe ich heute innen drin. Innen dabei habe ich wieder die Windelmontur, weil vormittags bei Karl weiß man nie. Hier sind so ein paar Sachen drin, zum Beispiel auch Wundcreme oder Wundspray, falls sich jemand verletzt. Hier ist unsere Picknickdose dabei, weil wir wahrscheinlich ein bisschen picknicken werden. Und wenn es doch noch kühler werden sollte, weil heute ist es recht bewölkt, habe ich hier noch zwei Fleece-Pullover für die Kinder dabei zum Überziehen. Und das war's. So, jetzt ist Donnerstagabend. Morgen machen wir einen Tagesausflug. Und ich habe jetzt schon einige Dinge vorbereitet, die jetzt auch über Nacht einfach in den Kühlschrank kommen. Damit es morgen schneller geht, filme ich das jetzt euch eben ab. Also entschuldigt bitte, wenn es ein bisschen schlechtes Licht ist. Aber ja, ich denke, es ist am einfachsten, euch alles mal zu zeigen. Die Dose von Karl Oskar habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Elch Kids. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Hat allerdings bei mir jetzt seine Funktion ein wenig verfehlt. Ich nutze sie anders als gedacht. Ist jetzt deshalb auch nicht unbedingt die Empfehlung von mir. Hier habe ich jetzt einfach ein paar Madeleines und Vollkorn-Butterkekse reingepackt. So, dann, die kennt ihr ja schon vielleicht, meine kleinen Isoliertaschen von Reisenthal. Das ist einmal für meinen Mann und mich. Da habe ich uns zwei Sandwiches reingemacht und eine Kleinigkeit für die Nerven auch, Nervennahrung. Und das ist für die Kinder. Ja, auch hier sind Butterbrote drin und Quetschis. Ich packe die jetzt über Nacht beide so in den Kühlschrank. Und hier kommt aber morgen früh noch so ein Mini-Kühlakku rein, damit es einfach, ja, ich denke, wir werden das schon am Vormittag verspeisen. Aber damit es noch ein bisschen kühl bleibt, gerade bei meinem Mann und mir, Käse und Wurst, möchte ich ganz gern kühl halten und darum wandern die jetzt gleich in den Kühlschrank. Dann sind die auf jeden Fall morgen noch frisch. Auch diese Dose kennt ihr jetzt mittlerweile schon. Hier unten habe ich Melone reingemacht. Die kommt auch gleich in den Kühlschrank. Hier oben so ein paar Knabbertierchen. Hier sind Nüsse und Cranberries drin. Ja, und zwei Wasserflaschen habe ich auch schon mal vorbereitet. Dann geht es morgen früh einfach schneller. So, Jubel, Trubel, alle sind aufgeregt, gleich geht's los. Ich habe jetzt die Wasserflasche natürlich an die Seite gepackt und hier innen drin habe ich erstmal unsere Eintrittskarten, die habe ich schon vorausgedruckt. Dann habe ich euch ja gestern Abend schon gezeigt, die Snacks, Windeln und die Notfalltasche inklusive Wundspray und Arnika-Salbe und solche Sachen. Auch Lätzchen für den Karl ist dabei. Genau, das ist hier in dem Hauptfach. Und unten drin, das zeige ich euch jetzt auch noch, hier unten drin in dem Fach habe ich die Wickelmatte, so Tücher, um die Hände mal abzuputzen und die andere Snackdose noch.
Der Grund, warum ich heute nicht den Jujubi dabei habe, ist einfach, weil der hier aus meiner Sicht noch ein bisschen robuster ist und noch ein bisschen funktionaler jetzt für so einen Freizeitpark. Der Jujubi hätte sicherlich auch funktioniert, aber falls es regnen soll oder wir irgendwie im Wasserpark sind, habe ich da unten noch so ein Regenmützchen für den Rucksack. Das kann ich über den Rucksack drüber ziehen und dann ist der auch geschützt vor Wasser im Gesamten. Hier oben packe ich meistens auch nochmal Taschentücher oder sowas rein. Weiß gar nicht, was da jetzt noch drin ist. Ja, ein Stückchen Klopapier. Auch gut. Ein sauberes immerhin. Genau, also das ist es. Und dann habe ich noch eine ganze Tasche, wo nur Handtücher drin sind und Badesachen für die Kinder. Wir nehmen uns noch einen Bollerwagen zur Miete, sodass wir den Rucksack jetzt nicht die ganze Zeit tragen müssen. Aber ich denke, ich hoffe, dass wir mit den Snacks gut auskommen. Schauen wir mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es waren ein paar Ideen vielleicht dabei, Denkanstöße, Tipps. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und empfehlt mich weiter. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut! Tschüss!